zusammen, ich bin Donald Brickbird und willkommen zu den News der Woche 35, also vom 26. August bis zum 1. September. Zuallererst reden wir natürlich wie immer über meinen Lieblingsstore, den Lego Store in Vösendorf in der SCS bei Wien. Dort gibt es diese Woche nach wie vor Early Access für das Set 71044, den Disney-Zug mit der Main Street Station. Das bedeutet, ihr braucht eine VIP-Karte. Es kostet 329,99. Diese Woche gibt es auch noch zwei GWBs. Zum einen das Back to School GWB ab einem Einkaufswert von 55 Euro und das Fisch GWB ab einem Einkaufswert von 35 Euro. Die Aktion geht bis Ende der Woche bzw. solange der Vorrat reicht. Dann werfen wir auch diese Woche wieder einen Blick auf unsere Pick a Brick Wall. Es hat sich im Vergleich zu letzter Woche nicht so viel getan an neuen Steinen, aber habt doch mal einfach einen Blick. Wenn euch etwas gefällt, dann besucht doch den Lego Store in der SCS in Vösendorf. Füllt euch einen Becher an, nehmt ihn mit nach Hause und habt Spaß beim Mockbau. Zum Abschluss werfen wir wie immer noch einen Blick in unsere Trafik. Dort gibt es seit letzter Woche das Lego City Magazin, das neue mit dem Astronauten. Und das neue Lego Ninjago Legacy Magazine. Dort gibt es ab Samstag, den 31.05. das neue Lego Star Wars Magazin Nummer 51 mit einem First Order Stormtrooper. Eine kleine zusätzliche Information. Wenn ihr bei Müller eure Hidden Side Detektivkarte, Geisterjägerkarte ausgefüllt habt und da schon 5 Sticker drauf habt, ab Montag, den 26. könnt ihr in den Filialen dies gegen das Schulgeschenk eintauschen. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, es waren News für euch dabei, die euch gefallen haben. Bitte abonniert doch den Sender, damit ihr keinen Newsflash versäumt. Wir sehen uns wieder nächsten Sonntag oder Montagvormittag. Also bis dahin, schönes Lego bauen, euer Dodo the Brickbird.